Linda schlendert durch eine Buchhandlung. Sie bleibt bei einem Regal stehen, auf dem steht Esoterik und Lebensberatung. Dort stehen viele Bücher mit Versprechen wie Lerne deine Krafttiere kennen, dein persönlicher Heilungscode oder dein Kontakt ins Jenseits. Es sind so viele verschiedene Angebote, dass Linda ganz schwindelig wird und sie sich denkt, was verstehen Menschen unter Esoterik? Darüber will ich mal mit Tom sprechen. Tom ist Weltanschauungsbeauftragter. Er sagt ihr, in der Esoterik gibt es unüberschaubar viele Angebote. Das Wort Esoterik heißt ursprünglich so viel wie zum inneren Kreis zugehörig. Manche sagen auch Geheimwissen dazu. Was ist denn so geheim daran, wenn man es überall kaufen kann? Fragt Linda. Ja, da hast du recht, meint Tom. Man kann unterscheiden. Es gibt sogenannte Konsumesoterik. Das sind Angebote, die jeder überall kaufen kann. In Buchläden, in Esoterikläden, im Internet oder über Teleshopping. Und dann gibt es noch Gruppen oder Gemeinschaften, die esoterische Lehren vertreten. Das ist dann die sogenannte Systemesoterik. Das finde ich sehr kompliziert. Woran erkenne ich denn, ob es sich um Esoterik handelt oder nicht? Naja, es gibt so ein paar Merkmale, die sich oft wiederfinden. Meist sagen Esoteriker, wir haben ein altes, verloren gegangenes Wissen. Und das haben wir jetzt ganz neu und ganz exklusiv wiederentdeckt. Oftmals sind esoterische Angebote auch gegenüber aktueller Wissenschaft oder Institutionen kritisch eingestellt. Zum Beispiel lehnen manche die moderne Schulmedizin ab und machen sogenannte alternative Heilungsangebote. Oder sie sagen, dem Staat und den Kirchen misstrauen wir erstmal grundsätzlich. Oft gibt es für sie viele Dimensionen von Gott. Sie sprechen oft von Energie, die fließt, oder von Wesen und Mächten und Einflüssen, die aus anderen Welten kommen. Aha, sagt Linda. Und jetzt mal konkret, was machen denn Esoteriker? Ganz praktisch gibt es vier große Themen. Erstens wird alternative Heilung angeboten, so mit Steinen, Kristallen und Energien zum Beispiel. Zweitens geht es um Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Glauben oder der Spiritualität. Drittens soll man sich selbst weiterentwickeln oder selbst optimieren. Und viertens wird alternative Lebensberatung angeboten. Ist das eigentlich irgendwie gefährlich? Fragt Linda. Manchmal schon und manchmal auch nicht. Da muss man bei jedem Angebot genau hinschauen. Ich gebe dir ein Beispiel. Jemand lässt sich Hände auflegen, weil er Rückenschmerzen hat. Das schadet erstmal nicht. Was aber, wenn der Heiler sagt, du darfst nicht mehr zu einem Arzt gehen. Nur ich kann dir helfen. Bei schweren Krankheiten kann das ganz schnell ganz gefährlich werden. Manche Angebote beeinflussen das reale Leben sehr stark. Da kann es schnell passieren, dass du in Parallelwelten abgleitest und den Bezug zur Realität verlierst. In der Corona-Pandemie haben wir das erlebt. Da gab es viele, die in solchen Parallelwelten abgedriftet sind und das hat Familien und Freundschaften zerstört. Manchmal ist Esoterik ein Nährboden für Verschwörungsglauben. Oder du kommst in Abhängigkeiten von einzelnen Menschen. Die sagen dann zum Beispiel, nur ich habe den wahren Weg gefunden. Alle anderen Wege sind falsch. Da verlierst du deine Freiheit. Naja, und schließlich geben manche Menschen viel zu viel Geld für zweifelhafte Angebote aus. Linda weiß jetzt, bei esoterischen Angeboten will sie genau hinschauen. Bei großen Versprechen oder teuren Angeboten sollte sie sehr vorsichtig sein. Vieles ist einfach auch unrealistisch. Für sie hat Esoterik auch ein völlig anderes Menschen- und Gottesbild als das, was sie aus ihrem evangelischen Glauben kennt. Christen glauben ja daran, Gott ist für einen persönlich da. Er hat uns Menschen mit Verstand ausgestattet. Den sollen wir nutzen, um anderen zu helfen oder die Welt besser zu machen. Da braucht es keinen Mittler und da braucht es auch keine esoterischen Versprechen. Linda will noch mehr über die Hintergründe von esoterischen Angeboten wissen. Sie informiert sich darüber bei der EZW in Berlin.